Herzlich willkommen bei Valentina oder Simli 2D, das ist so ähnlich. Und wir lernen heute, wie man hier ein Schnittmuster erstellt. Was für Vorteile hat Valentina? Das ist ganz klar. Hier hat man Maßbänder und je nach Maßband kann ich mein Schnittmuster an eine Größe anpassen. Ich habe hier schon verschiedene Maßbänder drin. Und wenn ich ein anderes Maßband lade, dann ändert sich das Schnittmuster so, dass es für die andere Person passt. Wir öffnen gerade ein Maßband. In den Maßbändern habe ich individuelle Maße drin, die ich selber eingegeben habe. Und dann gibt es die Funktion bekannt, das Maß. Das sind Maße, die Standard sind hier drin in dem Programm. Wenn ich Schnitte mit anderen tauschen möchte, dann habe ich diese Maße schon drin oder sollte sie drin haben. Machen wir wieder zu. Links habe ich die Zeichnenwerkzeuge, dann die Werkzeuge für den Arbeitsablauf, den Detail-Mode und den Layout-Mode. Im Layout-Mode kann ich die Zeichnung, wie sie ist, original exportieren oder ich kann hier oben im Layout-Mode die Zeichnung drucken lassen und oder als Vektorgravit exportieren. Fangen wir einfach mal an, dann sieht man am besten, wie das Programm funktioniert. Als erstes machen wir ein neues Schnittteil. Das nennt man Schürze, weil wir heute ganz einfach mit einer Schürze anfangen. Hier die Zentimeter oder Millimeter oder Zoll und sagen okay. Dann erscheint der Punkt A und von diesem Punkt A geht das ganze Schnittmuster aus. Den kann man hin und her schieben, wenn man mehrere Schnittmuster auf einer Seite hat. Und dann kann man schon loslegen. Bei der Schnittmustererstellung geht man immer von einem Rechteck aus und macht dann die Details. Und jetzt machen wir als erstes das Rechteck. Wir brauchen einen Punkt. Der soll nach oben gehen, machen wir das ungefähr. Und hier trage ich die Länge von meiner Schürze ab. Wir versuchen, so wenig Zahlen wie möglich einzugeben und das alles nach Variablen zu ordnen. Darum brauche ich als erstes die Variablen und das mache ich mit Maßband laden, lade eigene Maße. So, jetzt kann ich einen Punkt machen und habe Variablen zur Verfügung. Jetzt habe ich hier Maße. Und hier sage ich Länge Schürze. Das ist ein Wert, den ich selber bestimmt habe. 74 cm sagt er mir hier. Sage ich OK. Dann brauche ich den Winkel. Die Winkel nimmt man immer im Verhältnis zum Punkt A und hier zu der Richtung. Ich zeige es gleich. Hier ist die X-Achse und hier die Y-Achse. Wir nehmen es immer die Winkel im Verhältnis zur X-Achse. Dann sind wir hier oben und machen den zweiten Punkt, den A2. Und das soll die Länge der Hüftumfang. Den setzen wir mit der Hand ein. Mal 3 durch mal 3 durch 4. So setzt man Formeln ein. Sagen wir okay. Der Winkel ist 0 Grad zur X-Achse. Und sind wir fertig. Dann kommen wir zum Punkt A2.
braucht man eine Linie, die nach unten geht. Die Länge nehme ich die gleiche Länge wie die erste Linie. Also sage ich Linienlänge A1, damit es ein Rechteck gibt. Winkel 270. Und unten brauche ich jetzt nicht noch einen Punkt. Ich mache nur eine Linie. Also gehe ich zum Linienwerkzeug und mache hier Linie. Zwischen den beiden Punkten und schon habe ich mein Rechteck fertig. Dann brauche ich den Punkt A4, da nehme ich den Wert Brustpunkt zu Brustpunkt. Mit Hand einsetzen, Winkel 0 und da habe ich die Breite von meiner Schürze oben. Habe mich vertan, Brustpunkt zu Brustpunkt durch 2. Dann kann ich mit Option kann ich das ändern, weil ich ja nur das halbe Schnittteil habe. cm. Danach entscheiden wir uns, wie es von der Oberbrustweite zur Hüfte geht. Wir fangen wieder bei Punkt 1 an, gehen runter. Winkel nicht vergessen. Das könnte man jetzt auch machen mit dem anderen Werkzeug, Punkt auf Linie. Dann gehen wir zum Punkt A5. Und der soll die Länge von der Linie AA3 haben. Wir haben hier Linienlängen. AA3 einsetzen. Winkel 0. Und von A6 gehen wir 5 cm nach unten.
wenn es nach unten geht, immer 2,70. Und von A4 bis zu A7 ziehen wir jetzt eine Kurve. Wir fangen oben an. A4 anklicken. Da haben wir hier so Anfasser, wo man die zurechtziehen kann. Mach mal größer. So, da ist ein Anfasser. Das ist die schön die Kurve. Die Anfasser immer besten im rechten Winkel stehen lassen. Und nur mit der Länge der Anfasser spielen, dass die Kurve schön wird. So. So, die Kurve kann man anpassen, damit die Schürze schön wird. So, dann kann man hier unten noch was machen. Punkt auf Linie, auf der Linie A3 bis A2. Da tragen wir 10 cm ab. Und auf der Linie A3 bis A tragen wir auch 10 cm ab. Und dann können wir hier nochmal eine Kurve machen, um die Schürze schön abzurunden. So, das ist jetzt der Schnittteil. Und das müssen wir jetzt verarbeiten, damit wir ein Layout raus. Ja, wenn wir mit Zeichnen fertig sind, dann gehen wir in Detail Mode und erstellen ein neues Schnittmuster mit Detail. Wir fahren alle Punkte, die wir dabei haben wollen, im Uhrzeigersinn ab. Und nehmen die Kurven auch mit. Die fasst man in der Mitte an. Da ist so ein kleiner Anfasser. Wenn das ganze Schnittteil rot ist, dann können wir auf Enter drücken. Dann zeigt er uns hier die Variablen und ob alles okay ist. Und dann können wir auf OK drücken und dann finden wir unter Detail die Schürze, das Schnittmuster. Dann gehen wir zu Layout. Da habe ich schon was von vorher, da muss ich jetzt neues Layout sagen. Layout erstellen. Ich hatte vorher schon mal mit Detail Mode geübt, darum war noch ein altes Layout drin.
So, wie geht es jetzt weiter? Ich kann das Layout exportieren und zwar in eine Vektorgrafik. Layout, so, Dateiname Schürze. Dann gehe ich zu Inkscape. Ich spreche jetzt für diejenigen, die Linux haben. Und da öffne ich das Layout Schürze und exportiere die Zeichnung als Ping, als Rastergrafik, als Ping-Bild. Exportieren. Dann gehe ich zu einem Programm, das heißt Posterizer. Das kann man sich bei Linux gratis draufladen. Da suche ich die Schürze. Gehe hier die Arbeitsschritte durch, die Ränder, die ich haben will. Wichtig ist hier Größe 100% und dann abspeichern, Schürze. Immer die fertige PDF-Datei, die wir ausdrucken können. Wichtig ist hier, Posterizer und Valentiner machen bei der Rastergrafik keine Punkte und keine Bezeichnungen. Drum ist, wenn ihr die Datei ausdruckt, ist es wichtig, dass ihr die Seiten sofort durchnummeriert. Wenn sie euch sonst runterfallen, könnt ihr das nicht mehr zusammenpuzzeln. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Arbeiten und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!